Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Infected. So, schauen wir mal nach, wie viele Kisten wir drauf kriegen. Oh, es ist gefroren. Gestern waren wir noch drinnen. Ja, der Wind bewegt sich aber noch immer und der Mais. Alles gut, alles gut. Es ist gefroren, es ist gefroren. Tja. So. Oh, ja, die Fische. Es ist Dezember. Minus 3 Grad. Ach ja. So schnell kann's gehen. So schnell kann's gehen. So, wir brauchen ein bisschen Fischfleisch. Und einen Test möchte ich gerne mit dem Mülleimer machen. So, Fischfleisch. Nicht Frischfleisch, Fischfleisch. So, sehr schön. Yeah. Und yeah. So. Der Test mit dem Mülleimer. Ich möchte ein Stück Fisch da reingeben. So, und wir schauen einfach, was geschieht. Ob es den auch verdirbt. So, da möchte ich gerne 1, 2 herhängen. Super. Oh, Moment, wie lange hält das noch? Ewig, ewig. Kommt das erstmal gleich runter. Da können wir gleich noch eins ran. So. So, hier haben wir ja den Fleischkühlschrank. Dann würde ich sagen, da unten kommt der Fisch rein. Später können wir dann diese extrem haltbare Nahrung mal machen. Wobei später, später, später. Ja, vielleicht auch jetzt. Egal. So, was haben wir da alles dabei? Wir haben noch 2 Fisch. Packen wir die. Wieso haben wir so viele Fische? So, egal. Dann futtern wir ein bisschen direkt von hier. So. Habe ich jetzt das Falsche reingeben? Nö. Passt eh. So, passt eh. Je. So. Wir können natürlich. Das werden wir machen. So. Wir futtern aus den Dosen. So. Kohlenhydrate brauchen wir sowieso. Fruchtsalat essen. Fruchtsalat essen. Ah, schön. So, dann haben wir ihn hier. Und ihn hier. Nein, mit nur einer Dose. So, herstellen. Und kann man auch mit Shift-Rechtsklick nicht hineinklicken. So, weil das die Frage war. So, super. Einen Schluck nachtrinken. 99, so, super. Dann kümmern wir uns einmal weiter um Steinchen. Ja, wie viele brauchen wir denn noch? Zuerst mal die Türen öffnen, das ist auch wichtig. So, Steinchen, ja, das geht noch, das geht noch. So, Lehm, 1, 2, 3. Sand, 1, 2, 3. So, dann haben wir mal da. Sand, Lehm. Ich finde das praktisch, jetzt können wir immer 3 auf einmal machen. Ja, war teuer, die dritte zu bauen. Und die Frage natürlich, ist das notwendig? Nö. Aber praktisch. So, dann kommen wir hier. Und ich überlege tatsächlich, ob wir den dritten Lehm-Extraktor hier bauen. Ah, wobei, bringen wir die gleich raus in den Wagen. Raus auf den Wagen, rauf auf den Wagen. So, wir haben in der Kiste Ziegel, Alu, hier. So, ich glaube, das ist eine ganze Menge Zement. Ja, das geht schnell weg, ich weiß. Wie viel kostet ein großer Ofen? Platzierbar, sonstiges, genau der. 50 trockene Ziegel und wir haben hier... Oh ja, gut, einen können wir bauen. Und mehr Glas brauchen wir. 50 trockene Ziegel. So, dann brauchen wir mal mehr Ziegel. So, wir klicken da alle raus. Also wir brauchen ja Ziegel für 2 Öfen und für die Wände. Ich meine, am Anfang können wir natürlich auch ohne Wände, ohne Ziegel auf den Wänden leben. Das geht natürlich für den Anfang. Für den Anfang. So. Ah, sehr gut. Aber da noch was drin? Nö. Super. Schon schleppen wir uns ja um. So, ich würde sagen, so passt's.
Die anderen Ziegel holen wir später. Na, 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 na. So, nö. So, jetzt können wir die beiden Öfen bauen. Das ist schon mal gut. So, wenn die durch sind, machen wir einmal noch mehr. Moment. So. Da legen wir mal rein. Das Eisen. Wobei. So, da haben wir Glas. Wir legen das da rein. Dann haben wir einmal noch Eisen. So. Hier. Alles nehmen. Alles nehmen. Ja, vielleicht bauen wir noch einen Extraktor hier. Aber das werden wir sehen. Das werden wir sehen. So oder so. Ziegel. So, den legen wir mal da auf. Und dann bauen wir nochmal. Dann haben wir zumindest dieses Auflegegestell fertig. Mit Lehm. So, mit Lehmziegel. So. Super. Unten haben wir eh noch was. Lass die zwei nehmen wir mit. Na, füllen wir mal die Ziegel ein. So, dann ist zumindest mal die Kiste auch voll. So, Ziegel, Ziegel. Geht sich aus für zwei Öfen und dann haben wir noch ein paar Reserveziegel mit. Da muss noch was rein. Da haben wir auch noch Ziegel. Brauchen wir jetzt. Nö. Nö. Startet die mit Motoren, die Meteoren. So, da ist Glas drin, super. So, der ist mal voll. Der ist voll. Hier fehlt noch. Und hier haben wir auch noch Ziegel drin. Okay. Ja. Machen wir noch drei? Ich würde sagen, ja, wir machen noch. So, dann haben wir da 1, 2, 3. Und Sand 1, 2, 3. So. Ich möchte möglichst mit vollen Kisten rüberfahren, damit sich das auch wirklich rentiert. Und wenn es schneit, so richtig kalt ist, widerlich, dann möchte ich drüben sein. So, der Herausforderung wegen. Wollen wir jetzt auf den Schnee? Ja, mischen. Mission is possible. So, wir nehmen die zwei. Ach komm, wir nehmen drei. So. Dann brauchen wir natürlich neuen Lehm. Oh, ein Stein. So, dann haben wir da 1, 2, 3. So, bam. Bam. So, dann legen wir hier auf. So, nö. Genau. Und das kommt hier rein. So soll es sein. Super. Haben wir da jetzt noch was Wichtiges drin? Nö. Das können wir mit reinnehmen. Oh, ein Stein. So, heute fahren wir sowieso nicht mehr los. Oh, es regnet. Es regnet. Vielleicht schneit sogar. Oh, es schneit, es schneit, es schneit. So, Moment. Das will ich sehen, das will ich sehen. So. Zement ist leer. Ziegel ist leer. Oh, es schneit, es schneit. Es schneit. Ja, es ist soweit. Es hat geschneit. Oh, wie schön. Es schneit. Ach, schön. Schön. Oh, ich freue mich. Ja, bald geht's mir am Nerv, aber im Moment, ich freue mich. Ist das schön. So. Zwei Steine, genau. Steine müssen wir nachfüllen. Und vielleicht bauen wir wirklich noch einen Lehmextraktor hin. Was kostet denn so ein Lehmextraktor? Platzierbar, sonstiges. Hier, 18 Eisenbahnbretter, viele Schrauben. Ach komm, wir bauen einfach einen. So, Schrauben, Nägel. Wie viele Bretter waren das? 8. Sie war sonstiges hier. 8 Bretter, 18 Eisenbahn. So. Mehr als genug Brettchen.
Ja, dann machen wir da gleich mal 1, 2, 3, 4, 5. Ach, hier. So, und 18 Eisenbahnen. Dann stellen wir hier mal, stehen da die zwei Teile herum. Die werden wir dann versetzen. So. Und den da stellen wir dann an ihm her. Da hätten wir auch keine zwei gebraucht, aber wir haben zwei. Ja, so schlimm ist das Ganze nicht. So, platzierbar, sonstiges Lime-Extraktor. Den stellen wir auch genau da, möglichst. So. Schraubenbretter und Nägel rein. Jetzt brauchen wir nur noch Eisen. Die Eisenbahn. So. Schrauben und Nägel können wir wieder zurückpappen. Da haben wir relativ wenig jetzt nun mehr. Gab es eine Zeit, da hatten wir echt viel von dem Zeug. Hm. So, 18 Eisenbahnen. Dann nehmen wir mal da. So, das nehmen wir alles raus. Dafür kommt das rein. Wir haben 10 mit, wir brauchen noch 8. So, und dann brauchen wir noch Öle. So. Jetzt erstmal hier einfüllen. Wir brauchen hier ein Öl drin. Einmal Biotreibstoff. Gut, dass wir so viel haben. So, einmal hier. Biotreibstoff, super. Ja. Und hier. So. Dann haben wir da 4. Strom an. So, jetzt haben wir 3 Lehmextraktoren. Auch das ist wichtig für unsere Ziegel- und Zementproduktion. Doch keine Ziegel. Das ging schnell. So, dann werden wir die gleich mitnehmen hier. So, auch hier aber die Frage, Shift und Rechtsklick. So, feuchte Ziegel, super. Feuchte Ziegel, super. So, dann bringen wir die auch noch schnell zum Wagen. Wobei, das können wir auch gleich wieder mitnehmen. Yeah. So, und hier. Schön langsam fühlt sich der Wagen. Finde ich gut. So, wobei, die legen wir da runter. Yeah. So. Und vielleicht sollten wir noch mehr Glas machen. Ich meine, wir werden dort viele Fenster auch haben. Wir brauchen mehr Steine. So. So, Steine rein. Und mit Rechtsklick werden wir diesmal alles mitnehmen. Auch den Sand. So, also raus. Das kommt da wieder rein. Super. Raus. Das Zeug kommt hier rein. Da fehlt nur noch, aber die... Wie wäre es mit 1, 2, 3, 4, 5? Und 1, 2, 3, 4, 5? Wir machen noch 5 mal Stahl. Das wäre doch schön. So, herstellen. 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 Herstellen und herstellen. So, und gleich befüllen. Nämlich hier. Ach verdammt, der letzte. Es ist immer der letzte. So. Der kommt da rein. Super. So, das Glas. Weiß Eisen. Obwohl wir den Lehmextraktor befüllt haben, kriege ich wieder noch mehr da. So. Nein, farmen will ich nicht. So, da könnten wir jetzt zum Beispiel da. So. Also, hier fehlt noch. Voll mit Glas. Oh, wir holen von da drüben, da stehen ja auch drei. Wir haben ja auch den Bio-Dings mit. Biotreibstoff. Müssen aber natürlich wegen der Ölpumpe nichts einfüllen. So, naja. Ging so. So. Wir fahren da gleich mal Steine rein. So, da haben wir noch einen Sand. Wunderbar. Hier oben kommt das Eisen rein.
Oh ja, das Biotreibstoff müssen wir wegräumen. Öle hier. So, sollte man normalen Treibstoff mitnehmen? Ich würde sagen, ja. Zumindest einen Kanister. Es wurde zwar geschrieben, der hat einen sehr geringen Verbrauch, aber einen Treibstoffkanister, einer kann nicht schaden. So, Platz hätten wir noch ein bisschen. Ich habe auch überlegt, ob wir Stahl mitnehmen und solche Sachen auch. Schauen wir mal. Super. So, wir greifen auch das Öl gleich ab. Abgegriffenes altes Öl. So. Und hier. Und bauen uns für drüben ein bisschen Plastik. So, dazu, dazu brauchen wir Rinde. So, Rinde, Rinde. Da noch. Hier. So. Wie ist das Rezept? Gegenstände, Rohstoffe. Sonstige. Weiß nicht gesehen hier. Bündel. 15 Öl, 25 Rindenmulch. So. 25 Rindenmulch. Ist gleich geschehen. So, Moment. Da. Nö, 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 nö. Alles gut. Der muss geteilt werden. Super. So, und 15 Öl. Halbieren, halbieren, halbieren. Halbieren. Toll. Halbieren, halbieren. Ich. So, halbieren. Pass auf, wir machen mal hier. So, 15. Oh, diese Ratespielchen. Wenn das irgendwie so... Hätte ich schon... Naja, egal. So, da ist ein Dreier. Super. Was haben wir noch? Nochmal halbieren. So, jetzt halbieren wir da so einen Sechser. Dann haben wir hier... Den halbieren und hier. Dann haben wir hier 15. 15. Ein paar bräuchten wir noch. So, 3 und 2 ist 5. Wir haben 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, leider zu wenig für den nächsten, aber das passt so. So, also. Das drüber, Plastik. Das, Plastik. Das, Plastik. Das, Plastik. Das, Plastik. Das, Plastik. So, Rindenmulch werfen wir weg. So, schütten wir unter die Tuyen. Dann schauen wir mal, Bündel Elektronik. Nö. Rohstoffe, sonstiges. Hier, Elektronik, Kupfer und Kobalt. Kupfer und Kobalt, Kupfer und Kobalt. So, das machen wir an der Fortgeschrittenen. Nö, das machen wir nicht an der Fortgeschrittenen, das machen wir an der. Ach Gott. So ist richtig. Aber die Werkbank war falsch. So, nur ein Teil natürlich. So. Wir machen... keine Ahnung, wir machen 10. Ich habe keine Ahnung, wofür wir drüben Elektronik brauchen werden, aber wir werden es brauchen. So, 5 kommen noch dazu. So. Hm. Das ist ein Reflex. Es ist ein Reflex. So. Das war übrigens Alt-Rechtsklick, weil ich gefragt wurde. So, da nimmt man vom Stack nur eins. So, jetzt haben wir mal 10 Elektrik gemacht. Wir schmeißen hier ein 10er Stack Plastik rein. Halbieren das, 5 bleiben hier, 5 kommen mit. 10 Plastik kommen mit. Dann würde ich auch sagen, wir nehmen uns ein bisschen Eisen. Ach, das wird nie was. So. Und machen Nägel. Ja, könnte man gerne machen. So, Mechanik. 1, 2, 3, 4. Da brauchen wir natürlich noch mehr.
Langsam wird auch der Stahlkasten schön voll. So. Ah, ein bisschen brauchen wir noch. So. Und 5 davon nehmen wir wieder mit. So, und 2 lassen wir da. So. Passt, das bringen wir auch raus in den Wagen. Alles raus. So, dann haben wir davon, davon und davon. Ist die Kiste auch voll? Die ist noch nicht voll. So, so. Und hier würde ich sagen, füllen wir Kupfer ein. Wenn ich richtig rechne, dann fehlen 14 Kupfer. Moment. Wenn wir das Glas einfüllen, fehlen keine 14 mehr. So. Sondern nur noch 7. Dann nehmen wir die 7 Kupfer mit. Ah, jetzt 7? Nö. So, 7 Kupfer. Und Kistenlage voll. Oh, wie schön. Schon gut. So, bei Kupfer werden wir drüben keines produzieren können. Brauchen es vielleicht aber trotzdem. So. Dann setzen wir uns mal drauf. Irgendwas. Alles nein. So, alles mit. Sand füllen wir hier wieder auf. So. Lehm haben wir da echt nicht genug. So, da werden wir da mal einmal Lehm, einmal Sand mischen. Ja, mischt. Super. So, und für da draußen haben wir auch gleich ein bisschen Sand wieder. So. Super. Die sind alle trocken. Können wir gleich mitnehmen. Und jetzt schauen wir auch gleich, wie es bei denen ausschaut. So, dann ist ja auch gleich Nacht. Die werden wir nutzen, um zu schlafen. Oh, ein Wölfchen. So, das nehmen wir mal. Das nehmen wir mal. Und das nehmen wir mal. Super, super. So, alles rüber, rüber, rüber. Und, na, den nicht. So, die 4 können wir da einpappen. Dann brauchen wir 1, 2, 3, 4. Ja, ja, das Wölfchen nähert sich. So, dann machen wir gleich 20. So, füllen wir die eine Lage hier auf. So, dann machen wir hier 10, 10, bam, 10, 10, bam. So, und füllen auch hier die Lage auf. So, und jetzt töten wir einen Wolf. Der geht in die Garage. Es ist der Garagenwolf. So. Garagenwolf erledigt. So, Knochen da rein. Ich glaube, Fett ist voll. Genau, Leder geht. So. Ziegel haben wir da 1, 2, 3. Das Fett legen wir da. Also, morgen in der Früh brechen wir auf. Gut, es verdörbt. Morgen in der Früh brechen wir auf, was wir bisher da noch zu tun. Ach komm. Sag mal. Hat der da gerade? Nö, es sind noch immer 2. Oh, es hat sich so angehört, als hätte er das zerstört, weil er dagegen gesprungen ist. Der Fiesling. Unseren Kantenschutz kaputt gemacht. Hat aber nicht. So, das können wir auch noch mitnehmen. Ah. Schon geglaubt, Kantenschutz zerstört. So, das auch. Kleiner Fiesling. So. Nein, umgekehrt. So, alles mal da. Nein.
Alles mal da. Nein, so. Und der Rest kann rein. So. Super. Ist schon voll. Der Rest kommt da rein. Das war gar nicht so viel. 1, 2, 3, 4. So. Da haben wir noch. Wobei, werfen die auch noch dazu. Wenn sie da sind, wenn wir da sind, kann da alles rein. So. Und der eine. Yeah. So. Ich habe ja gesagt, morgen in der Früh fahren wir los. Vielleicht wird es nicht in der Früh am Morgen. Sondern vielleicht legen wir doch noch eine Kistenlage oben drauf mit Ressourcen. Ja, vielleicht füllen wir die auch noch an. Keine Angst, das geht dann schneller. So, auf jeden Fall brauchen wir noch Nägel und Schrauben. Haben wir ja festgestellt. So. Dann machen wir uns gleich da welche. Bam. 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 So. So, wir brauchen ja auch für drüben welche. Ach komm, wir stellen noch Kisten drauf, oder? Ja. Komm, wir machen eine Lage, machen wir noch. So. Platzierbare Lagerkisten 1, 2, 3, 4. Ja. Ja, so machen wir das so. Das legen wir mal da unten, legen wir mal da unten. Den einen Stein legen wir da mal ab. Bam. Den Sand vernichten wir. So, wir brauchen Holz. Oh. Ah. So. Jetzt bauen wir die Kisten noch und morgen wird fertig beladen und dann wird losgefahren. Oder? Ich glaube, das ist gut. Und hier. Genau. So, die Frage natürlich. Ja, ja, komm, jetzt keine Müdigkeit vorschützen, mein Freund. So, und er kommt auch noch. So, Nägel, Nägel. Nägel umschrauben. Oh, so, was könnte man noch mitnehmen? Also, wir werden natürlich Ressourcen mitnehmen. Die hätten wir auch die Gabelkisten. Wobei, ist nicht schlecht, wenn wir hier Gabelkisten haben. So. Passt so. So, die sind fertig. Die werden wir gleich rausnehmen. Bam. Und der da hinten auch gleich. So. Super. Super, da könnten wir jetzt langsam. Ach komm, stellen wir die noch auf Kopf um. Ja, jetzt aber. So. Extrahiere das da. So, und du extrahiere das da. So, die Kiste ist voll und in die füllen wir noch ein bisschen Stein ein. So, meine Lieben, wir sind am Ende der Folge. Oh mein Gott, schon wieder Überlänge. So, dann laufen wir da noch rüber. Ja, alles gut. So, meine Lieben, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.